In Krisen- und Kriegsgebieten verbergen sich Gefahren, denen man im normalen journalistischen Alltag nicht begegnet. Der Anschein trügt und aus einer vermeintlich überschaubaren Situation wird Lebensgefahr. Was kann und muss man tun, um die Erstversorgung einzuleiten? Am UN-Ausbildungszentrum werden Szenen eingespielt, um neben der Theorie auch eine praxisnahe Anwendung durchzuführen. Ich bin hier der verantwortliche Ausbildungsoffizier für Sanität. Diese Ausbildung Sanität weicht deutlich von dem ab, was wir im Zivilen so kennen, also nicht der klassische Erste-Hilfe-Ausbilder. Das ist sicherlich Basis und Grundkenntnisse für diese Bilder, für die Ausbildung, die wir hier betreiben. Die Kernaussage und die wesentliche Leistung an dieser Station ist für uns aber diese Erste-Hilfe, die ich in Deutschland, im Heimatland, durch irgendwelche Organisationen ausgebildet, erlernt habe, im Einsatzland in einem Krisengebiet richtig zur Anwendung zu bringen. Die Halle selber ist eine Möglichkeit, 365 Tage witterungsunabhängig für uns einen orientalischen Marktplatz darzustellen. In diesem Marktplatz wird der Lehrgangsteilnehmer gefordert sein, aus einer ursprünglich befriedeten und friedlichen Lage heraus ein Szenario zu erkennen, in diesem Fall eine Explosion in einem Platz, welche Ursache auch immer, um dann das erlernte Wissen des Vormittags, nämlich das Evakuieren des Verletzten in einen gesicherten Bereich, unter Anwendung von modernen medizinischen Artikeln entsprechend umsetzen zu können.